Hallo zusammen und willkommen zu meinem kleinen News-Update vom 5.2.2012. Wir haben es jetzt 3 Uhr und manch einer mag sich fragen, was ich so spät noch aufmache, aber dazu komme ich später noch, wenn ich denn dran denke. Bisher habe ich ja noch keine News gemacht, aber ich denke mir, langsam wird da schon Zeit dafür, dass ihr immer auch ein bisschen was Privates von mir hört. Also nicht unbedingt privat, sondern Hintergrundinformationen zum Kanal, was für Projekte noch anstehen und dergleichen halt. Wie ihr gesehen habt, habe ich vor kurzem angefangen mit dem Let's Play von Anvil of Dawn. Ich hatte nämlich eine Anfrage bekommen von Die Lutter, ob ich da nicht mal reinschauen möchte und eventuell auch ein Let's Play irgendwann dazu machen. Aber da zu dem Zeitpunkt auch mein 100. Abonnent gerade da war, dachte ich mir, das wäre doch ein schönes Geschenk und habe damit angefangen. Und es macht richtig Spaß. Also ich habe jetzt auch schon 3 weitere Folgen davon abgefilmt. Die lade ich nach und nach hoch. Und ich denke auch, dass es vom Nebenprojekt so ein bisschen hochsteigen wird. Aber natürlich wird es nicht Let's Play von Planescape und Gothic ablösen oder ersetzen oder sonst wie. Aber ich werde das schon öfters spielen. Ich hoffe einfach, mir ein bisschen mehr Freizeit irgendwo raushauen zu können, um das dann dementsprechend auch zu fördern. Planescape Torment hinkt ein wenig hinterher, dessen bin ich mir bewusst. Das liegt daran, dass es halt sehr textlastig ist und ich sehr viel vorlesen muss. Und nach einer guten halben Stunde fängt da meine Stimme schon an zu knacken. Selbst dank meinem geliebten Milchkaffee wird das recht schmerzhaft mit der Zeit. Deswegen springe ich dann halt meistens um auf Gothic und nehme dann da gleich längere Folgen am Stück auf. Also teilweise 1-2 Stunden und kann das dann schön zurechtschnipseln und nach hochladen. Das ist wesentlich angenehmer für mich. Und es macht mir meistens auch ein bisschen mehr Spaß, gerade deswegen, weil ich nicht so sehr darauf achten muss, was ich vorlese und was nicht. Denn wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, bei Planescape habe ich öfters mal Verhaspler oder lese halt ganze Abschnitte falsch vor, weil ich zu schnell lese und versuche gleichzeitig zu sprechen. Das heißt, ich muss die Aufnahme dann neu machen und das stört halt mit der Zeit. Was gibt's aber noch Neues? Ich habe vor kurzem auf meinem Kanal eine Nachricht gesehen. Die war recht irritierend, da wurde ich nämlich gratuliert zum Let's Player des Monats. Dann dachte ich auch, okay, was ist das jetzt? Und dann kam 5 Minuten später die nächste und die nächste und die nächste. Und ich hatte plötzlich 20 Abonnenten mehr an dem Tag. Das war schon sehr komisch. Also habe ich gleich recherchiert und wie sich rausstellte, war ich wirklich der Let's Player des Monats Januar geworden. Obwohl der Kollege eigentlich andere Leute vorgesehen hatte dafür. Aber dann plötzlich auf mich gestoßen ist und meinte, doch, den nehme ich mal. Das fand ich richtig cool. Zum einen, weil es mich natürlich ehrt, dass er überhaupt auf mich gestoßen ist und mich interessant genug fand für die Sache. Und zum anderen auch, weil es eine super Werbung für mich war. Also ich habe halt gleich 1-2 Seiten voll mit Kommentaren bekommen und insgesamt durch die Aktion an einem Tag 30 oder 40 Abonnenten. Das ist für mich ein richtiger Hammer. Normalerweise, wenn es gut läuft, habe ich 3 am Tag. Oder 4 vielleicht. Ja, das ist die eine Geschichte, die noch relativ aktuell ist. Die nächste ist, ich habe jetzt, dadurch, dass ich recht viel Feedback gebe, bin ich öfters dann bei den Feedbacks darüber gestolpert, dass irgendjemand Videoantworten hochgeladen hat zu einem Stimmcontest. Und dann dachte ich mir, da ich ja auch öfters auf meine Stimme angesprochen werde, versuch's doch auch mal. Also werdet ihr jetzt wahrscheinlich auf der Hauptseite noch mein Post sehen von Ein Papa Bär sagt Hallo. Da stelle ich halt mich ganz kurz vor und meine Stimme. Und das habe ich dann als Videoantwort zu dem Contest von, wie hießen sie noch? Genau, das Videoamt war das. Sorry, wenn ich das jetzt so lapidar gesagt habe, weil ich kannte die halt vorher nicht. Auch wenn die anscheinend ziemlich groß sind. Aber naja, da kann man nichts machen. Da, wo ich Let's Player des Monats geworden bin, die kannte ich irgendwie auch nicht. Ja. Wie es scheint, kenne ich sehr viel nicht. Bin halt noch ziemlich neu in der ganzen Materie und die einzig Großen, die ich so kenne, sind halt Gronkh und sonst eigentlich nur englischsprachige. Also ja, da herrscht auf jeden Fall Nachholbedarf meinerseits, weil ich kann da schon leicht auf die Füße treten von manchen Leuten. Da bei dem Contest jetzt auch, habe ich einen gesehen, der hieß Julians Blog. Da dachte ich mir, aus dem Let's Play Forum, da kennst du doch einen Julian. Und der hatte dich auch ganz nett begrüßt und Kommentare geschrieben und wir hatten uns ein bisschen unterhalten. Also habe ich jetzt auf diesem Stimmen-Contest gesagt, ich fange jetzt auch hier an. Schön, dich hier zu sehen, Julian, und liebe Grüße.
Naja, und dann habe ich halt recherchiert, ob das wirklich der Julian war, den ich auch kannte. Aber das war er nicht. Es war ein anderer Julian mit ein paar zig, 10.000 Abonnenten. Ja, das meine ich mit auf die Füße treten. Naja, aber durch dieses Projekt halt, also die Teilnahme an dem Stimmencontest, bin ich jetzt immer noch wach, weil ich ziemlich aufgeregt und hibbelig bin. Nicht, weil ich denke, dass ich da allzu große Chancen habe, aber allein schon das Video zurechtzuschneiden für den Contest und zu gucken, wie da die ersten Stimmen reinkommen und die ersten Views, es hat mich schon ziemlich aufgedreht. Warum ich nicht denke, dass ich da gute Chancen habe, ist, weil es wird danach gegangen, wer am meisten Daumen hoch bekommt. Und ich habe jetzt zwar schon 140 Abonnenten, aber wenn da jemand anfängt, der einen Kanal hat, wo er 10.000 Abonnenten hat und die alle einfach mal einen Daumen hoch machen, dann hat er quasi einen Instant-Gewinn von der ganzen Sache. Aber so oder so ist es eine interessante Erfahrung und ich denke mal, es wird auch gute Werbung für mich sein. Ansonsten gibt es nicht wirklich Neues. Geplant ist jetzt halt in den nächsten Tagen und Wochen weiter Gothic 1 und Planescape Torment mit ein bisschen Anvil of Dawn nebenbei. Und ich muss dann schauen, wann ich das nächste Mal so ein News-Update mache. Bis dahin, gute Nacht.